هنا مروا وكانوا قدوة للناس. السلام عليكم اخوان. Das ist der Bruder. Er ist katholisch gewesen und hat den Islam angenommen. Wir werden ihm inshallah fragen, was hat ihm interessiert, dass er Muslim geworden? Warum? Was steckt dahinter, das Geheimnis, dass er Muslim geworden? Trotz des Kampfes gegen den Islam und so, dein Bruder hat den Islam angenommen. Assalamu alaikum, Achi. Achi, wir haben eine Frage. Sie waren katholisch, Sie haben jetzt den Islam angenommen. Was hat ihn interessiert? Jo, es ist ja praktisch im Christentum gibt es so verschiedene Sachen, die ich mir nicht gefallen haben. Ja. Nicht klar für Sie gewesen? Nicht klar. Und ja. Dann, ich bin öfters nach Algerien gefahren und habe gesehen, ich bin in der Moschee und so. Und dann hat mir das angezogen. Sie, der Fitra, das ist eine natürliche Anlage dann. Dass ich beitritt zum Islam. Alhamdulillah. Haben Sie geglaubt früher, dass... Ich bin jetzt im Leben glücklicher. Alhamdulillah. Der Bruder sagt, er ist glücklich jetzt, seit er Islam angenommen hat. Und wir fragen ihn weiter, inshallah. Haben Sie früher geglaubt, dass der Jesus ist ein Gott, oder das war für Ihnen nicht klar? Nein, nein, das habe ich immer gewusst. Ich habe immer hin und her gedacht, das kann gar kein Gott sein, weil er ist als Mensch gekommen. Okay. Und wie kann Jesus Gott sein? Also Sohn Gottes, so was existiert nicht. Entweder ist Allah. Er kann nur ein Erschaffer sein, er kann kein Säuger sein. So was gibt es gar nicht. Weil da hätte er, vielleicht sind wir alle Kinder Gottes. Ja, ja. Sehr immer. Ja. Waren Sie früher auch in der Kirche? Ich war in der Kirche, ja, aber ich war im Ausland viel und da bin ich weniger in die Kirche gegangen. Ja. Aber wenn Sie klein waren, Sie waren ich habe immer gebetet, der Vater unser. Ja. Und das hat mich auch stark gemacht, weil das ist ein BDR zu Gott. Ja. Dann, direkt, keine direkt Vermittler, direkt zu Gott. Direkt zu das Gott. Ist unsere Botschaft auch. Alhamdulillah. Man betet ja, Vater unser, der du bist in den Himmel, herrlich werde der Name. Bitte zu Gott, bitte nicht zu Gott. Genau, das hat der Jesus auch gepredigt, ja. Lukas und den Matthäus. Ja. Dann habe ich gebetet, habe immer das gelesen. Und bis ich es hier behalten habe, das ist eine Gebet. Welke Roman, welke Gebiet macht dich stark für die fünf Gebiete? Welche findest du stark? Ich habe kennengelernt, einen Ägypter, und ich habe gesagt, ich will da beitreten. Mir hat niemand aufgeklärt, was soll ich beten? Und er hat mir das aufgeschrieben, sodass ich das lesen kann. Alhamdulillah. Da habe ich gebetet, das auf den Stuhl habe ich das immer runtergelesen. Immer wieder, und bis es hier war. Das kann ich das auswählen. Ja, es gibt da mehrere Gebete, aber dieses Gebet ist besonders stark, habe ich gesagt. Diese Ägypter. Ja. Stimmt das? Ja, aber welche Gebete sind es? Die fünf Gebete. Die fünf? Diese Gebete. Nur die eine lesen. Ja, das heißt, das meinen Sie das mit Alhamdulillah, Fatiha? Salat al-Fajr. Salat al-Fajr ist stark. Ja, Salat al-Fajr und Salat al-Isha, der Prophet Muhammad gibt seine Hadith, sagte, dass die wahrhaftig stehen in der Früh und da machen Gebet oder am Abend. Das stimmt ja. Aber für uns Muslime, wir glauben alle fünf Gebete. Der Mensch, wenn er in Islam eintritt, er findet seine Ruhe im Herzen. Er weiß, es gibt ganz einfache Theorie und ganz einfach logisch Islam. Es gibt einen Gott und wir sind seine Geschöpfe. Wir müssen ihm dienen. Aus. Ganz einfach, aber die Christen ist Gott am Boden gekommen, Jesus und das und das und das. Aber Jesus hat nie gesagt, ich bin Gott, betet mich an. Auch zum Beispiel die Jüdische zum Beispiel, sind auch Monotheisten, sagen. Aber zum Beispiel, wenn sie das betrachten, das Alte Testament, die geben Eigenschaft, menschliche Eigenschaft zu Gott. Dass wir abscheuen das. Wir sagen, nein, Gott ist, es ist nicht ihm zugleich. Gott ist Gott, Mensch ist Mensch.
Deswegen Islam ist der rein monotheistische.